Haben Sie jemals davon geträumt, im Lotto zu gewinnen? Stellen Sie sich die finanzielle Freiheit vor, die Möglichkeiten, ein sorgenfreies Leben und die Chance, Ihren Leidenschaften nachzugehen. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es vielleicht eine Geheimwaffe gibt, ein verstecktes Werkzeug, das die Chancen zu Ihren Gunsten beeinflussen könnte? Durch die Geschichte hindurch gab es immer wieder Gerüchte über verborgenes Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Alte Kulturen sprachen von mächtigen Worten, Gesängen und Mantras, die die Realität beeinflussen könnten. Heute werden wir etwas namens Switchwords erkunden. Das sind kurze, scheinbar gewöhnliche Wörter, von denen manche glauben, dass sie eine außergewöhnliche Kraft besitzen, positive Veränderungen zu bewirken. Hallo, ich bin Joe Dispenza. Ich bin nicht hier, um abwegige Behauptungen aufzustellen. Ich bin ein Wissenschaftler, ein Forscher, ein Arzt, der sein Leben der Erforschung des menschlichen Geistes und seines Potenzials gewidmet hat. Der Geist ist eine faszinierende, komplexe Sache. Es gibt noch so viel, das wir nicht verstehen, und die Idee der Switchwords fällt in diesen interessanten Graubereich. Obwohl die Wissenschaft ihre Wirksamkeit nicht definitiv bewiesen hat, gibt es unzählige anekdotische Berichte von Menschen, die Switchwords verwenden und positive Veränderungen in ihrem Leben erleben. Sie berichten, dass sie mehr Geld anziehen, ihre Beziehungen verbessern und sogar eine bessere Gesundheit erleben. Neugierig? Skeptisch? Das ist völlig normal. In diesem Video werden wir tiefer in die Welt der Switchwords eintauchen. Wir werden ihre Ursprünge erkunden, wie sie angeblich funktionieren und, was am wichtigsten ist, ihnen die Chance geben, sie selbst auszuprobieren. Es geht nicht nur darum, im Lotto zu gewinnen, obwohl das ziemlich cool wäre, oder? Es geht darum, das Potenzial in ihrem Geist zu entfalten, die Kraft der Worte zu nutzen, um positive Veränderungen in jedem Bereich ihres Lebens zu schaffen. Vielleicht möchten Sie Ihre Gesundheit verbessern, Ihren Traumjob finden oder einfach mehr Glück anziehen. Was auch immer Ihr Wunsch ist, Switchwords könnten der Schlüssel sein, den Sie bisher nicht in Betracht gezogen haben. Also schnallen Sie sich an. Das mag ein wenig abgedreht klingen, aber denken Sie daran, einige der größten Entdeckungen der Geschichte begannen mit einer einfachen Idee, etwas, das den Status quo herausforderte. Sind Sie bereit, das Potenzial der Switchwords zu erkunden? Lassen Sie uns eintauchen. Am Ende dieses Videos werden Sie ein klares Verständnis von Switchwords haben, wissen, wie man sie effektiv einsetzt und einige reale Beispiele dafür kennenlernen, wie sie das Leben anderer beeinflusst haben. Wissen ist Macht. Wenn Sie also bereit sind, eine potenzielle Geheimwaffe für positive Veränderungen zu entdecken, bleiben Sie dran. Haben Sie sich jemals festgefahren gefühlt, unfähig trotz Ihrer besten Bemühungen voranzukommen? Oder suchen Sie vielleicht nach dem gewissen Etwas, um Ihre Ziele zu erreichen? Dieses Video könnte Ihnen die Erkenntnisse bieten, die Sie benötigen, um einen echten Unterschied in Ihrem Leben zu machen. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie ein Werkzeug nutzen können, das möglicherweise der entscheidende Faktor ist, nach dem Sie gesucht haben. Bereit zu entdecken, wie man einfache Wörter in mächtige Katalysatoren für Transformation verwandelt? Dann lassen Sie uns anfangen. Bevor wir zum nächsten Teil dieses Videos übergehen, möchte ich Sie zu einer Aktion einladen, die entscheidend für unsere gemeinsame Reise ist. Wenn Sie diesen Inhalt als wertvoll empfinden, ziehen Sie bitte in Erwägung, den Kanal zu abonnieren, dieses Video mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, die ebenfalls von diesen Informationen profitieren könnten, und hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen oder Fragen zur Realitätsprüfung. Ihre Interaktion ist entscheidend dafür, dass wir weiterhin Themen erkunden können, die Wahrnehmungen und Leben verändern. Zusätzlich habe ich eine besondere Gelegenheit für Sie, wenn Sie Ihr Verständnis und die praktische Anwendung der Konzepte, die wir diskutieren, weiter vertiefen möchten. Im ersten Kommentar dieses Videos finden Sie einen Link. Klicken Sie darauf, um Zugang zu exklusiven Ressourcen zu erhalten, die Ihr Verständnis darüber erweitern, wie die Realitätsprüfung als Brücke zu einem erfüllteren und realisierten Dasein dienen kann. Denken Sie daran, Wissen ist nur der Anfang. Die Anwendung dieses Wissens ist es, die unser Leben wirklich verändert. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihren Weg zur Selbsterkenntnis und persönlichen Ermächtigung zu vertiefen. Klicken Sie jetzt und beginnen Sie, Ihre Perspektive auf die Welt um Sie herum zu transformieren. Nun, lassen Sie uns tiefer in das Konzept der Switchwords eintauchen. Stellen Sie sich diese als winzige Schlüssel vor, jeder mit einer speziellen Inschrift. Diese Inschriften sind nicht komplex oder extravagant.
Es sind einfache, alltägliche Wörter. Doch laut den Befürwortern liegt ihre Kraft in ihrer Fähigkeit, spezifische Pfade innerhalb ihres Unterbewusstseins zu öffnen. Die Ursprünge der Switchwords sind etwas nebulös. Es gibt keinen einzigen definitiven historischen Beleg. Aber viele führen sie auf James T. Mangan zurück, einen Autor, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Bewusstsein und die Selbstverbesserung erforschte. Mangan schlug vor, dass Switchwords die Einschränkungen des bewussten Geistes umgehen und direkt zum Unterbewusstsein sprechen könnten, einem riesigen Reservoir ungenutzten Potenzials. Stellen Sie sich Ihren Geist wie einen Eisberg vor. Der bewusste Geist, der Teil der Entscheidungen trifft und mit der Welt interagiert, ist nur die Spitze. Unter der Oberfläche liegt das Unterbewusstsein, ein wirbelnder Ozean von Emotionen, Erinnerungen und tief verwurzelten Überzeugungen. Es ist das Unterbewusstsein, das unser Verhalten, unsere Gewohnheiten und sogar unser körperliches Wohlbefinden wirklich steuert. Der bewusste Geist gerät oft in eine Schleife und wiederholt die gleichen negativen Gedanken und Ängste immer wieder. Dies kann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung erzeugen, die genau die Erfahrungen anzieht, die wir fürchten. Laut der Theorie wirken Switchwords als Brücke. Durch die bewusste Wiederholung eines bestimmten Switchworts können wir das Geplapper des bewussten Geistes umgehen und eine direkte Nachricht an das Unterbewusstsein senden. Hier ist der faszinierende Teil. Die Switchwords selbst sind scheinbar gewöhnliche Wörter. Wörter wie Frieden, Liebe oder glücklich könnten auf der Liste stehen. Die Kraft, so glaubt man, kommt nicht aus der wörtlichen Bedeutung des Wortes, sondern aus der Absicht und dem Fokus dahinter. Indem wir uns auf ein bestimmtes Switchwort konzentrieren und dabei eine klare Absicht haben, pflanzen wir im Grunde einen Samen in den fruchtbaren Boden des Unterbewusstseins. Mit der Zeit, durch Wiederholung und Fokus, kann dieser Samen zu einer positiven Veränderung heranwachsen. Das Konzept der Switchwords mag einigen von Ihnen vertraut vorkommen. Es gibt eine eindeutige Verbindung zur Idee der positiven Affirmationen. Beide Praktiken beinhalten die Nutzung von Worten, um unsere Gedanken und letztendlich unsere Realität zu beeinflussen. Es gibt jedoch einige subtile Unterschiede. Positive Affirmationen sind typischerweise ausführlichere Aussagen wie »Ich bin des Erfolgs würdig« oder »Ich bin selbstbewusst und fähig«. Switchwords hingegen sind jene winzigen, kraftvollen Schlüssel, die wir bereits erwähnt haben. Es sind einzelne Wörter, die eine spezifische Reaktion im Unterbewusstsein auslösen sollen. Stellen Sie es sich so vor. Affirmationen sind wie detaillierte Anweisungen, während Switchwords wie Aktionsverben sind. Die Affirmation liefert den Plan, das was Sie erreichen wollen. Das Switchwort ist der Funke, das Wie, der den Prozess in Ihrem Unterbewusstsein in Gang setzt. Nun bringen wir dieses Gespräch zurück zum Lotto. Auch wenn es keine Garantie gibt, dass Switchwords Ihnen den Jackpot bescheren, können Sie sicherlich eine Rolle dabei spielen, positive Ergebnisse anzuziehen. Das Lotto ist per Definition ein Glücksspiel. Aber hier ist der Punkt. Zufall kann durch unsere Einstellung beeinflusst werden. Wenn Sie dem Lotto mit Negativität begegnen, mit Gedanken wie »Ich gewinne nie etwas« oder »Es ist Geldverschwendung«, senden Sie im Grunde diese Überzeugungen ins Universum aus. Das Unterbewusstsein ist ein mächtiger Empfänger und wird daran arbeiten, Ihre Erwartungen zu bestätigen, sogar die negativen. Wenn Sie jedoch Switchwords wie Fülle oder Glück verwenden und sich auf die positive Möglichkeit des Gewinnens konzentrieren, senden Sie eine andere Botschaft. Sie pflanzen einen Samen der Möglichkeit in Ihr Unterbewusstsein und bereiten es darauf vor, empfänglich für Gelegenheiten und Synchronizitäten zu sein, die zu Wohlstand führen könnten. Denken Sie daran, das Lotto ist nur ein Beispiel. Die wahre Kraft der Switchwords liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie können verwendet werden, um alles anzuziehen, was Sie sich wünschen. Einen neuen Job, verbesserte Gesundheit, stärkere Beziehungen. Der Schlüssel liegt darin, das richtige Switchwort für Ihr spezifisches Ziel auszuwählen und Ihre Absicht mit unerschütterlichem Glauben zu fokussieren. Natürlich sind Anekdoten und persönliche Geschichten immer eine überzeugende Möglichkeit, das Potenzial einer Praxis zu erkunden. Im Fall von Switchwords und Lottogewinnen gibt es viele solcher Geschichten online. Es ist wichtig zu bedenken, dass es sich dabei nur um Anekdoten handelt. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die eine Ursache-Wirkungsbeziehung definitiv nachweisen. Dennoch können diese Geschichten wertvoll sein.
Sie bieten einen Einblick in die Kraft von Glauben und Absicht. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte von Sarah, einer Kellnerin, die behauptete, Switchwords verwendet zu haben, um eine beträchtliche Lottosumme zu gewinnen. Laut ihrer Aussage war sie nicht einmal eine regelmäßige Lottospielerin. Aber nachdem sie über Switchwords und deren Potenzial, Fülle anzuziehen, gelesen hatte, beschloss sie, es auszuprobieren. Sarah wählte das Switchwort Wohlstand und konzentrierte sich jede Nacht vor dem Schlafengehen intensiv darauf. Sie stellte sich Stapel von Bargeld vor und sah sich finanziell abgesichert und sorgenfrei. Innerhalb weniger Wochen geschah etwas Unglaubliches. Sarah erhielt einen Anruf von ihrer Tante, die sie über ein vergessenes Erbe informierte. Der Betrag war erschreckend nah an der Summe, die Sarah sich jede Nacht mit ihrem Switchword-Ritual vorgestellt hatte. War es nur ein glücklicher Zufall? Vielleicht. Aber Sarahs Geschichte hebt die Kraft der fokussierten Absicht hervor. Indem sie ihr Unterbewusstsein aktiv mit der Idee des Wohlstands beschäftigte, könnte sie sich unwissentlich für Gelegenheiten geöffnet haben, die mit ihrem Wunsch übereinstimmten. Betrachten wir ein weiteres Beispiel. David, ein kämpfender Künstler, verwendete Switchwords wie Erfolg und Kreativität in der Hoffnung, Anerkennung für seine Arbeit zu erlangen. Er wiederholte diese Wörter mit unerschütterlichem Glauben und stellte sich vor, wie er seine Kunst in einer renommierten Galerie ausstellt. Einige Monate später erhielt David eine E-Mail von einem renommierten Kunstkurator, der auf sein Online-Portfolio gestoßen war. Der Kurator war beeindruckt und bot David eine Einzelausstellung in seiner Galerie an. Davids Geschichte dreht sich nicht unbedingt um einen Lottogewinn, aber sie zeigt das Potenzial von Switchwords, gewünschte Ergebnisse zu beeinflussen. Indem er sich auf Erfolg und Kreativität konzentrierte, könnte er unbewusst seine Herangehensweise an seine Kunst verändert haben, sich für neue Möglichkeiten geöffnet und eine selbstbewusstere und lebendigere Energie ausgestrahlt haben, die bei den richtigen Leuten Anklang fand. Es ist wichtig zu bedenken, dass Switchwords nicht als Allheilmittel betrachtet werden sollten. Sie sind ein Werkzeug und wie bei jedem Werkzeug hängt ihre Wirksamkeit davon ab, wie man sie einsetzt. Eine positive Einstellung, unerschütterlicher Glaube und konsequentes Handeln sind weiterhin entscheidende Zutaten, um ihre Wünsche zu manifestieren. Wenn Sie also vom Potenzial der Switchwords und deren Einfluss auf Ihr Lottoglück fasziniert sind, lassen Sie uns einige praktische Tipps zur Integration in Ihr tägliches Leben durchgehen. Zunächst einmal wählen Sie Ihr Switchwort weise. Denken Sie daran, dass dies keine Zaubersprüche oder Beschwörungen sind. Ihre Kraft liegt in der Absicht und dem Fokus, den Sie ihnen geben. Wenn es um das Lotto geht, sollten Sie Wörter in Betracht ziehen, die mit Fülle, Glück oder sogar dem Gewinnen selbst in Resonanz stehen. Wohlstand, Glück und glücklich sind starke Anwärter. Sobald Sie Ihr Switchwort gewählt haben, kommt der spaßige Teil, die Integration in Ihren Alltag. Der Schlüssel liegt in der Wiederholung und dem Fokus. Sie können Ihr gewähltes Wort auf ein Stück Papier schreiben und es an einem Ort aufbewahren, an dem Sie es häufig sehen, wie zum Beispiel an einem Spiegel oder auf Ihrem Handy. Jedes Mal, wenn Sie einen Blick darauf werfen, atmen Sie tief ein und wiederholen das Wort leise, sodass die positive Energie seiner Bedeutung über Sie hereinbricht. Eine weitere kraftvolle Technik ist die Visualisierung. Finden Sie einen ruhigen Ort, schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie Sie ein Gewinnerlos in der Hand halten. Sehen Sie die Zahlen deutlich, fühlen Sie die Aufregung, die durch Sie hindurchströmt. Während Sie visualisieren, wiederholen Sie leise Ihr gewähltes Switchwort und verankern die positiven Bilder mit der fokussierten Absicht. Durch die Kombination dieser Techniken schaffen Sie eine beständige Praxis, die Ihr Unterbewusstsein mit Ihren Wünschen in Einklang bringt. Denken Sie daran, dass Switchwords nur ein Teil der Gleichung sind. Behalten Sie eine positive Einstellung bei. Glauben Sie an den Prozess und ergreifen Sie proaktive Schritte in Richtung Ihrer Ziele. Mit Zeit und Hingabe werden Sie vielleicht feststellen, dass diese winzigen Schlüssel tatsächlich große Türen öffnen können. Sie können Switchwords auch in Ihre Affirmationen einbauen. Anstatt eines einfachen »Ich werde im Lotto gewinnen«, versuchen Sie etwas wie »Fülle fließt frei in mein Leben«, »Ich bin ein Magnet für Glück«. Dies kombiniert die Klarheit der Affirmation mit der kraftvollen Energie des Switchwords. Denken Sie daran, dass Beständigkeit der Schlüssel ist. Erwarten Sie keine sofortigen Ergebnisse. Behandeln Sie Ihre Switchword-Praxis als Ritual, eine tägliche Verpflichtung
Samen der Möglichkeiten in ihrem Unterbewusstsein zu pflanzen. Je mehr sie sich auf Fülle, Glück und Gewinnen konzentrieren, desto empfänglicher werden sie für Chancen, die zu diesem lebensverändernden Lottogewinn führen könnten. Nun ein Wort der Vorsicht. Switchwords sollten als Werkzeug zur Verbesserung ihrer positiven Einstellung verwendet werden, nicht als Ersatz für verantwortungsbewusstes Lottospielen. Setzen Sie ein realistisches Budget für Ihre Lose und denken Sie daran, dass Gewinnen nur eine Möglichkeit ist, kein garantiertes Ergebnis. Konzentrieren Sie sich auf den Spaß am Spiel und die positive Energie, die Sie durch Ihre Switchword-Praxis kultivieren. Schließlich ist eine positive Einstellung an sich schon ein Gewinn, ob mit oder ohne Lottogewinn. Nun zum Elefanten im Raum, Skepsis. Wenn es um Switchwords und Lottogewinne geht, gibt es zwangsläufig eine gesunde Portion Zweifel. Und das ist völlig in Ordnung. Schließlich handelt es sich hierbei nicht gerade um konventionelle Weisheit. Die Wissenschaft hat die Wirksamkeit von Switchwords nicht eindeutig bewiesen. Es gibt keine magische Formel, keine Garantie, dass das Wiederholen eines bestimmten Wortes Sie über Nacht zum Millionär macht. Aber das negiert nicht das Potenzial des Geistes und die Wirkung fokussierter Absicht. Denken Sie mal so, wie oft stecken wir in negativen Gedankenschleifen fest? Wir spielen die Was-wäre-wenn- und schlimmsten Szenarien in unseren Köpfen durch und ziehen genau die Erfahrungen an, die wir fürchten. Switchwords mit ihrem Fokus auf positive Affirmationen und gezielte Visualisierung bieten einen Weg, sich von dieser Negativität zu befreien. Selbst wenn Sie nicht im Lotto gewinnen, kann die Verwendung von Switchwords eine tiefgreifende Wirkung auf Ihr allgemeines Wohlbefinden haben. Indem Sie sich auf Fülle, Glück oder jede andere positive Absicht konzentrieren, kultivieren Sie eine optimistischere Einstellung. Sie trainieren Ihren Geist, empfänglicher für Chancen und Möglichkeiten zu sein. Hier ist der Schlüssel. Gehen Sie mit einem offenen Geist an diese Sache heran. Verwerfen Sie Switchwords nicht einfach, nur weil sie unkonventionell klingen. Probieren Sie sie aus, integrieren Sie sie in Ihren Alltag und sehen Sie, wie sie sich auf Ihr Wohlbefinden auswirken. Im schlimmsten Fall entwickeln Sie eine positivere Einstellung, eine wertvolle Eigenschaft in jedem Lebensbereich. Denken Sie daran, dass Lotto ein Glücksspiel ist. Aber selbst im Spiel des Zufalls gibt es Raum für Einfluss. Indem Sie sich auf positive Ergebnisse konzentrieren und an Ihr eigenes Glück glauben, können Sie die Chancen vielleicht ein wenig zu Ihren Gunsten beeinflussen. Und selbst wenn der Lottogewinn nicht zustande kommt, kann der Weg der Nutzung von Switchwords eine kraftvolle Übung in Selbstverbesserung und positivem Denken sein. Das allein ist schon ein Gewinn. Um zusammenzufassen, lassen Sie uns die wichtigsten Erkenntnisse zu Switchwords und ihrer potenziellen Rolle bei der Anziehung von Lottoglück noch einmal durchgehen. Wir haben das Konzept der Switchwords erkundet, jener scheinbar gewöhnlichen Wörter, die laut einigen die Kraft haben, positive Veränderungen im Unterbewusstsein zu bewirken. Wir haben die Bedeutung der Wahl des richtigen Switchworts für Ihr spezifisches Ziel besprochen, in diesem Fall Wörter, die mit Fülle, Glück oder Gewinnen in Resonanz stehen. Denken Sie daran, dass Switchwords keine Zaubersprüche sind. Sie funktionieren am besten in Kombination mit einer positiven Einstellung, unerschütterlichem Glauben und konsequentem Handeln. Integrieren Sie Ihr gewähltes Switchwort in Ihren Alltag, durch Visualisierung, Affirmationen oder einfach, indem Sie es den Tag über mit Absicht wiederholen. Wir haben die gesunde Portion Skepsis in Bezug auf Switchwords und den Mangel an wissenschaftlichen Beweisen, die ihre Wirksamkeit eindeutig belegen, angesprochen. Aber hier ist der Punkt. Selbst wenn Sie sie nicht zum Lottomillionär machen, kann die Verwendung von Switchwords ein kraftvolles Werkzeug zur Selbstverbesserung sein. Indem Sie sich auf positive Absichten wie Fülle oder Glück konzentrieren, kultivieren Sie eine optimistischere Einstellung und trainieren Ihren Geist, empfänglicher für Chancen und Möglichkeiten zu sein. Das Lotto ist ein Glücksspiel, aber Zufall kann beeinflusst werden. Durch die Verwendung von Switchwords zur Kultivierung des Glaubens an Ihr eigenes Glück und die Konzentration auf positive Ergebnisse können Sie die Chancen vielleicht ein wenig zu Ihren Gunsten beeinflussen. Und denken Sie daran, selbst wenn der Lottogewinn nicht zustande kommt, kann der Weg der Nutzung von Switchwords eine lohnende Übung in Selbstverbesserung und positivem Denken sein. Das allein ist ein Gewinn, den es zu schätzen gilt. Sind Sie also bereit, Switchwords auszuprobieren? Vielleicht schalten Sie den lebensverändernden Lottogewinn frei oder vielleicht helfen Sie Ihnen einfach,
eine positivere und reichere Einstellung zu kultivieren. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Video über die faszinierende Welt der Switchwords anzusehen. Ich hoffe, Sie haben einige nützliche Erkenntnisse gewonnen und sind inspiriert, diese Technik selbst auszuprobieren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie mehr über solche Themen erfahren möchten, abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Ein Gefällt mir hilft uns sehr und wir freuen uns immer über Ihre Kommentare und Erfahrungen. Teilen Sie uns mit, welche Switchwords Sie ausprobieren möchten oder welche Erfolge Sie bereits erzielt haben. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg auf Ihrem Weg zu einem positiveren und erfüllteren Leben.